Leute, was geht? Und damit alle willkommen zurück zu einem neuen Video auf diesem atemberaubenden Kanal. Heute geht's wieder weiter mit Pokémon Schild. Oh ja, heute geht's wieder weiter. Wir werden heute den 5. und versuchen den 6. Orden zu holen. Je nachdem, aber ich vermute mal, dass es, dass es wieder so schnell laufen wird, dass wir es nicht hinkriegen, 2 Orden auf einmal zu holen. Wir versuchen es aber. Der Versuch ist immer da. Und auf jeden Fall, wenn euch das Video gefällt, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn nicht, dann nicht. Ihr könnt, wenn ihr auch keine weiteren Videos mehr verpassen wollt und immer auf den Laufenden sein wollt, könnt ihr gerne kostenlos abonnieren. Würde mich auf jeden Fall auch sehr freuen. Aber ihr könnt auch bei Twitch vorbeigucken. Jeden Montag, Sonntag und Freitag ab 18 Uhr bin ich immer live. Und alle 2 Wochen sonntags werden wir jetzt auch ab 20 Uhr eine Watchparty starten. Ja? Würde ich auch sehr freuen, wenn ihr da vorbeischauen würdet. Könnt auch gerne kostenlos folgen, wenn ihr wollt. Und dann viel Spaß mit dem Video. Ah, wir müssen doch die Ruine, ne? War da nicht was? Mit der Ruine? Genau, da war irgendwas mit der Ruine, genau. Jetzt erinnere ich mich wieder. Da ist das noch nicht mal so lange her. Was ist mit meinem Gedächtnis los? Hier, ja, genau. Alter, wie schlecht. Hier. Warte, ich komm gleich. Hier ist noch was. Jetzt hab ich was geglitzert? Okay, doch. Ach so. Ich dachte, wir gehen jetzt mit der da hoch. Mann, ey. Okay. Reiß alles ein. Hör es erst auf, wenn wir auch doch den letzten Wunschstern gefunden haben. Digga, dieser Typ, der ist... Nee. Warum? Der ist kacke. Ich werde so viele Wunschsterne auftreiben, dass der Präsident mich mit Dankbarkeit überschütten wird. Aber ich weiß nicht, ob der Liga-Präsident Rose wirklich so erpocht darauf ist, dass du die ganze alte Geschichte zerstörst. Pantinaraya, was? Okay. Als Pokémon des Liga-Präsidenten solltest du dich glücklich schätzen, an meiner Seite für ihn Wunschsterne suchen zu dürfen. Ich sage, dieses hochnäsige Stück. Ne? Nicht du schon wieder. Ach, ich verstehe schon, was hier vor sich geht. Du willst mir die Wunschsterne wegnehmen, um dir die Gunst des Präsidenten zu erschleichen. Nein, das ist mir scheißegal. Ein perfider Plan. Perfider? Das Wort kenne ich nicht. For real, das Wort kenne ich überhaupt nicht. Perfider Plan, das muss ich dir lassen. Aber du glaubst doch nicht ernsthaft, dass ich dir das durchgehen lasse, oder? Niemand stellt sich zwischen mich und den Präsidenten, ist das klar? Wir werden den wieder klatschen. Außer der hat jetzt ganz krasse Pokémon. Aber der hat ja nur die Psycho-Pokémon, ne? Die Psycho. Level 32 geht ja voll. Ich dachte jetzt, sie werden höher. Aber er hält 2 Schläge aus. Muss man ihn lassen. Das ist besser als nur ein Schlag. Ich glaube, ich sollte hier Dings Licht anmachen, damit es ein bisschen heller ist. So. Nitrolado. Ich wollte auch irgendwas, bevor ich das Video angefangen habe, erzählen. So, ich weiß aber nicht mehr was, ey. Das ist so belastend. Ich war eben noch einkaufen, dachte mir so, ne, ich kaufe noch vorher ein, bevor ich jetzt streame, damit alles fertig ist, alles drum und dran. Und jetzt habe ich wieder voll vergessen, was ich sagen wollte. Ich wollte irgendwas erzählen, das war auch relativ wichtig, also relativ erzählen, so jetzt sagen wir es eher so. Und irgendwie hat sich das wieder in meinen Gedanken verloren. Bruh. Man kann nicht alles haben, okay? Sagen wir es einfach so. Ein Volltreffer. Tja, wenn verwirrt, danach nicht mehr. Also nee, wir sind immer noch verwirrt. Hat eigentlich Sneeble eine Weiterentwicklung? Weiß das jemand? Ich glaube schon, oder? Oder täusche ich mich da jetzt? Ach nö, dein Ernst. Das ist doch nicht wahr.
War das, ist das über Psycho oder ist das eher Fee, was er hat? Ich glaube, Psycho, oder? Die Attacken deiner Pokémon sind nicht hervorragend. Der Psycho-Strahl. Digga, die sind überhaupt nicht hervorragend. Also, ich kämpfe immer noch mit dem gleichen Pokémon. Ja, du hast mich zwar Schaden gemacht, aber bis jetzt hat noch kein Pokémon gegen mich gewonnen. Von deinem. Die waren nicht hervorragend, die Attacken. Nein, überhaupt nicht. Und jetzt kannst du mal dem Liga-Präsidenten nochmal erzählen, dass du gegen uns gewonnen hast. Du bist jetzt kein einziges Mal gewonnen. Wie kann das sein? Warum kommt mir ständig so ein Taugenichts wie du in die Quere? Ich bin der Auserwählte des Präsidenten. Ich bin es, der den Champ besiegen soll. Der Elite-Trainer, dem die Zukunft Galars anvertraut werden soll. Und trotzdem... Arena Trainer Bertis. Ich hatte mich schon gewundert, was du vorhast, als du dir das Fantirania von Präsident Rose geliehen hast und losgezogen bist. Aber das hier macht mich sprachlos. Du kannst doch nicht einfach die antike Stätte demolieren, das ist true. Was kümmert sich ein paar alte Steine, wenn auf dem Spiel steht, was in 1000 Jahren aus der Region wird? Ja, Digga, aber trotzdem, du musst halt so die Vergangenheit so, allein sowas Antikes einfach stehen lassen, sieht doch gut aus, oder nicht? Glauben Sie etwa, dass Sie dem Präsidenten mit Ihrem Wankelmut eine Hilfe sind? Wenn Sie wirklich seine Assistenten sind, dann unterstützen Sie ihm gefälligst auch. Digga, die unterstützen ja auch. Wenn ich das reicht. Es schmerzt mich, das zu sagen müssen, aber du hast mich zutiefst enttäuscht. Als ich dich als kleiner Junge entdeckte, sah ich eine große Einsamkeit in dir. Aber darüber hinaus sah ich auch das gewaltige Potenzial in dir schlummerte. Gewaltiges Potenzial in dir schlummerte. Ich wollte dir die Möglichkeit geben, dieses Potenzial voll zu entfalten. Deshalb schickte ich dich damals auch auf die Trainerschule. Ich sah mein jüngeres Ich in dir und wollte dir deshalb eine Chance geben, etwas aus deinem Leben zu machen. Aber was hier geschehen ist, zeigt mir deutlich, dass du keine Liebe für Galar verspürst. Es tut mir in der Seele weh, aber jemand wie du ist für die Arena Challenge nicht geeignet. Oh shit. Ist er jetzt raus? Du gehst jetzt erstmal mal nach Claw City zurück. Wir entscheiden später, wie wir mit dir verfahren. Wird er rausgeschmissen? Das kann nicht ihr Ernst sein. Ich bin disqualifiziert? Damit begehen Sie einen großen Fehler. Sie haben mich doch persönlich für die Arena Challenge empfohlen. Mir fallen hunderte von Möglichkeiten ein, mit dieser Situation umzugehen. Und Sie entscheiden sich als allen Ernstes für die schlimmste von allen? Ist halt true, Alter. Du machst so eine Scheiße. Was hast du denn erwartet? Als würde jetzt irgendwas Gutes passieren? Also bitte, Bro. Uff, was für ein Desaster. Hoffentlich lassen sich die antiken Städte wieder restaurieren. Ja, es ist ja aber auch nicht mehr. Das ist ja auch wieder nachgebaut. Das ist ja nicht selber... Also, das ist ja nicht komplett von der... Okay. Oh nein, die Wandmalerei ist völlig ruiniert. Aber dass dadurch diese Statuen ans Licht an Tageslicht gekommen sind, ist Glück im Unglück. Was an dieser Entdeckung ändert unser Verständnis der Legende Galars am meisten? Die Pokémon, das Schwert und das Schild? Die Pokémon? Genau, die Wesen, die wie Pokémon aussehen, führen ein Schwert und ein Schild mit sich. Sie stehen außerdem ganz klar im Vordergrund und stechen viel stärker ins Auge als die Helden. Gute Frage. Gute Frage. Diese Statuen sind viel älter als die Wandteppiche oder die Heldenstatue im Hotel. Deshalb dürfte was wir hier gefunden haben, näher an der Wahrheit dran sein. Was lässt sich daraus schlussfolgern? Nichts. Das Schwert ist ein Pokémon, das Schild ist ein Pokémon. Ja, beides halt. Genau, das habe ich mir auch gedacht. Wie es aussieht, trug ein Pokémon ein Schwert mit sich und das andere ein Schild. Was, wenn die Leute das Schwert und den Schild
einst so eng mit den beiden Pokémon verbanden, dass sie letztendlich gleichbedeutend waren. Mit der Zeit konnte man sich schließlich nur noch an das Schwert und das Schild und den Schild erinnern. Und jetzt kommt es auch noch, jetzt ist auch, macht es viel mehr Sinn, dass am Anfang, wie er am Anfang diesen Düsterwald oder was das war, bei uns am Haus, ein Arzthund-Pokémon gesehen haben und das ist genau der Statue gleich gerade. Also der Statue, die das ist. Aber warum wurden die Statuen, die uns diesen Wissen vermittelt haben, hinter einem Kunstwerk versteckt? Um vielleicht die Pokémon an sich zu schützen? Danke jedenfalls für deine Hilfe. Ich glaube, diese Entdeckung könnte zu einem richtigen Durchbruch werden. Als nächstes gehst du für die nach Fairbelly für dich nach Fairbelly Richtung. Richtig. Dann mal viel Erfolg dort. Ich glaube, jetzt kommen die Feen, ne? Hätte man auch, wie gesagt, früher sagen können, dass sowas funktioniert, hallo? Da sind wir, ach so. Fairbelly. Ja, die Feenstadt. Der schöne Feenorden. Dann haben wir den... dann geht der fünfte Orden ja fucking fast. Der geht ja schneller als gedacht gerade, muss ich ehrlich sagen. So schnell hätte ich nicht gedacht. Das finde ich auch geil. Oh, moin. Oh, Runilde. Sag bloß, du hast hast schon 4 Arena-Orden. So langsam wirst du mir ja richtig gefährlich. Pico. Das ist unsere Gegnerin in der Arena-Challenge. Ist dir das klar? Nö. Na schön, was soll's? Wie heißt du? Weißt du was? Wie heißt du? Die hat eben noch unseren Namen gesagt. Wie heißt du? Kannst du mir deinen Namen verraten? Ich gebe dir meine Liga-Karte. Danke, ja. Toll. Danke für die Liga-Karte. Sie ist als Zeichen dafür, dass ich dich als meine Rivalin anerkenne. Schließlich haben es außer uns noch nicht viele so weit geschafft. Wir sehen uns am Ende der Arena-Challenge als Gegner, klar? Natürlich. Ich werde auf jeden Fall am Ende der Arena-Challenge noch dabei sein. Und du? Sag ich ja. Die Feen-Arena. Moin, Omi. Da bist du ja, Kindchen. Und du hast immer noch viel zu wenig Pink an dir. Na, sei's drum. Meine Arena-Mission ist gleichzeitig auch ein Vorstellungsgespräch. Ich bin nämlich auf der Suche nach jemandem, der mein Nachfolger als Arena-Leiterin antritt. Du wirkst verunsichert, Kindchen. Keine Sorge, ich werde dir schon nicht den Kopf abreißen. Du musst lediglich ein paar Fragen beantworten und dabei gegen andere Trainer kämpfen. Das wird ein Kinderspiel, du wirst schon sehen. Es gibt da nur einen kleinen Haken. Für jede falsche Antwort, die du gibst, sinken die Statuswerte der Pokémon, das gerade für dich kämpft. Dafür erhöht sich sein Statuswert aber auch, wenn du eine Frage richtig beantwortest. Warum das so ist, fragst du? Nun, Feen-Pokémon verfügen über unerklärliche Fertigkeiten. So, dann wollen wir dann doch mal sehen, wie du dich so schlägst, Kindchen. Scheiße, Alter, ich bin bei so Quiz-Dingern doch über Bad, Alter, wie soll ich denn das schaffen? Das kriege ich doch gar nicht hin. Das wird nichts Gutes. Ach du Kacke. Also dann, wollen wir doch mal sehen, ob du das Zeug zum Feen-Arena-Leiter hast. Das kann noch was werden. Perfi, ja moin. Dich haben wir jetzt so oft schon gesehen. Kleiner Frechdachs. Ja, das wird trotzdem nicht gut, Mann, ey. Easy. Wenigstens bescheiden. Nicht übel, ich kann natürlich nicht für Papella reden. Aber meinen Neugier hast du geweckt. Juliana.
Ursel. Belzebub. Das haben wir auch. Das haben wir auch. Das haben wir auch, ja. Belzebub haben wir auch. Schmeichler? Ne. Das nicht wahr. Ja, aber jetzt sind wir verwirrt. Ja, muss ich doch. Komm, greif an, greif bitte an, Libello. Frage. Was esse ich morgens zum Frühstück? Omelette? Genau, ich habe eine Schwäche für Omelette mit Käse. Hä? Das hat für mich ehrlich gesagt keinen Sinn ergeben, weil wer isst denn morgens zum Frühstück eine Curry? Also Curry. Frühstück. Curry. The fuck? Ich esse noch nicht mal so Curry, lul. Habe ich actually noch nie gemacht. Also ich habe noch nie Curry gegessen, muss ich ehrlich sagen. Herzlichen Glückwunsch, du hast die Arena-Mission bestanden. Wo sollte ich denn sonst hin? Jetzt mal for real. Sollte ich jetzt wieder abholen oder was? Gibt ja gar keinen Sinn. Und auf geht's! Die Arena 5. Fate-Pokémon. Ich glaube, wir lassen Libello drin. Ja, ja, wir kämpfen mit Libello die Arena 5 durch. Wir kriegen das schon hin. Auf Easiness. Natürlich, ich werde mit Libello dich auseinanderreißen. Ja, mit meinem Feuer-Pokémon gegen Feen, obwohl einfach Gift und Stahl stärker sind gegen Feen. Der hat einen Hyperball. Smogmog. Oh. What the fuck is that? Jetzt mal for real, was ist das? Das ist wirklich nicht fair. Das ist nicht nett. Und weg ist sie. Jetzt kommt ihr letztes. Jetzt macht sie auch eine Dynamax, ne? Nicht vergessen, die wird jetzt auch Dynamaxieren direkt. Pokusan. Pokusan. Endlich fängt der Morgentee an zu wirken, was? Oh, wie süß. Guck dir an, wie süß das ist. Digga, vor allem das kleine Ding sieht nicht so aus, als wird das am Ende so eine Torte. What the fuck, Alter? Warum eine Torte? Macht aber ordentlich Damage. Jetzt darf ich nur nicht sterben. Euch fehlt es an Pink. Hier ist ein Geschenk von mir. Was? Giga-Lichtblick. Bitte nicht sterben, bitte nicht sterben. Oh, geil. Okay, danke. Danke. Hey! Es hielt sich einfach. Das ist nicht fair, dass sich das hielt. Das ist ein Volltreffer? Ist ein Volltreffer, oder? War kein Volltreffer, aber wir haben es direkt besiegt mit zwei Schlägen. Na, mit meinem Feuer-Pokémon easy die Feen-Arena geklatscht. Digga, was haben die gedacht so? Dass sie mich gegen mich gewinnen? Ein Scheißendreck. Das war wohl nix. Euch fehlt es zwar an Pink, aber du und deine Pokémon gebt ein gutes Team ab. Nicht nur ein gutes Team, ein hervorragendes Team. Ein sehr hervorragendes Team. In der Hinsicht warst du zwar nicht erfolgreich, aber den Feenorden hast du dir gewiss verdient. Digga, ich will doch nicht eine Feen-Arena-Leiterin werden.
Muss ehrlich sagen, das würde ich jetzt nicht unbedingt werden. Dann müsste ich ja nur noch mit Feen-Pokémon zocken. Mir fehlen nur noch 3 Orden. Das Level anschließend Level 45 fangen. Diebeskuss. Danke. Überlassen. Das ist auch true. Nee, mehr brauche ich nicht. Das war's dann schon mit dem Orden, ne? Krank. Ging wirklich schnell. Ging wirklich sehr schnell. Warte, Kindchen! Ich muss noch ein paar Besorgungen in Claw City machen. Möchtest du mich vielleicht begleiten? Wenn du zum nächsten Arena-Stadion willst, musst du so oder so zurück nach Claw City. Gerne. Okay, dann gehen wir halt zusammen mit ihr.